Timo, 1-2 Niederlage, es war knapp. Was für ein Spiel hast du heute erlebt? Ja, ich glaube, es war genau das Spiel, auf das wo wir uns eingestellt haben. Wir haben heute einen sehr kompakten und defensiv starken Gegner gespielt, haben auch ihre Ergebnisse gezeigt. Und das wussten wir. Und ich glaube, das war heute genau das Spiel. Es war extrem schwer, Torschüsse rauszuspielen gegen den Gegner. Und ja, so wie wir es erwartet haben, ist es auch gekommen. Und wir haben eigentlich versucht, dass wir kein Tor kriegen, weil wir gewusst haben, dass es dann noch schwieriger wird. Leider ist uns das heute nicht gelungen. Ist es bitter, dass es heute, also den Ausgleich hat man ja zum Schluss fast auf dem Fuß gehabt, von der Szene mit der roten Karte mal abgesehen? Ja, es ist echt bitter gelaufen heute. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Glück können wir heute wirklich einen Punkt holen, auch nach dem 2-0 noch. Und im Ende vor, glaube ich, nach der Halbzeit ein, zwei gute Chancen, wo es irgendwie nicht zum Torerfolg kommt und kriege dann das 2-0, mache weiter. Es wäre, glaube ich, verdient gewesen, der Punkt, aber wir haben halt einfach, ja, ich glaube, die abgezocktere und clevere Mannschaft hat halt einfach gewonnen. Die rote Karte, wie hast du sie gesehen? Es war ja auch eine Szene, über die man sich vielleicht streiten kann. Ja, ich glaube, es war eine klare Sache. Ich denke mal, der Stürmer ist durch und der Zachmann will, glaube ich, gar nicht faulen, aber in der Situation erwischt schon dann ein bisschen und Stürmer nimmt das clever an und klar, ich glaube, letzter Mann, das hat jeder gesehen, war er und dementsprechend ist dann auch die rote Karte. Es gab auch eine Elfmeterszene für euch. Ja, ganz zum Schluss, ich glaube, 3 Minuten vor Schluss geht der Colin Pitzer in den Strafraum rein. Geht euch 2 Leute, ich bin genau hinterm gelaufen, wird eigentlich klar gefoult. Aber versucht dann weiterzulaufen, fairer Sportsmann. Und ich glaube, der Schiri hat es auch auf dem Radar gehabt, an der Linienrichter. Und hat eigentlich bloß darauf gewartet, bis er hinliegt. Hat er leider nicht gemacht, aber ja, ist ja okay. Er hat versucht, das Tor auch so zu erzielen, hat in dem Fall nicht geklappt. Aber wenn er sich vielleicht hinlegt, kriegen wir vielleicht 11 Meter. Aber hätte wenn und aber. Das war jetzt der 5. Spieltag der Regionalliga. Wie läuft's? Ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden. Also wir haben gezeigt, glaube in alle Spiele, außer jetzt letzte Woche gegen Ulm. Das passiert halt mal, aber das wird auch noch ein paar Mal passieren in der Saison, wo wir dann einfach nicht unsere Leistung abgerufen haben und danach dementsprechend verloren haben. Aber die anderen Spiele haben wir gezeigt, dass wir mithalten können. Haben wir, glaube ich, auch heute auch gezeigt. Und gerade die anderen Heimspiele haben wir auch gepunktet. Und ja, wir hoffen, dass es so weitergeht. Und wir wussten, was auf uns zukommt. Und wir nehmen jedes Spiel und geben da alles. Und solange es so läuft, dass wir mithalten können, ich glaube, das sieht auch jeder. Und das war jetzt am Anfang halt auch wichtig, dass halt auch jeder Spieler bei uns weiß, dass es geht. Ihr habt ja jetzt seit Saisonbeginn einen neuen Trainer. Letzte Saison gab es da Schwierigkeiten mit Trainer und Trainerwechsel. Wie läuft es jetzt mit dem Trainer? Ja, ich glaube sehr gut. Und ich glaube, das sieht man auch, dass es sehr gut passt. Auch die Spieler, die mit dem Netzspiel jetzt von Anfang an ziehen alle mit. Wir haben eine wirklich gute Stimmung gerade. Auch jetzt durch die 2 Niederlagen wird es sich nicht ändern. Wir arbeiten weiterhin viel Spaß, gerade in der Liga, alle zusammen. Und da tragt auch der Trainer viel dazu bei. Mit seiner Art und Weise, mit seiner positiven Art. Und das wird auch so bleiben. Und bis jetzt läuft es wirklich gut. Auch wenn wir vielleicht 1-2 Punkte mehr hätte haben können. Aber vielleicht kommt es ja noch. Euer nächster Gegner ist jetzt Kickers Offenbach. Wie werdet ihr versuchen, das jetzt erfolgreich zu gestalten, das Spiel? Ja, wir versuchen jetzt zu regenerieren die nächsten 2 Tage. Und dann geht es ja schon wieder weiter. Wir können uns nicht viel Gedanken machen. Wir tun heute das Spiel abhaken und versuchen dann in Offenbach alles rauszuhauen. Wir wissen natürlich, was auf uns zukommt in Offenbach. Sehr starke Mannschaft und große Stadion, große Kulisse. Und wir wissen, dass wir einen Sahnetag brauchen, um da bestehen zu können. Aber ich weiß, dass das jeder, dass da jeder alles reinwirft am Dienstagabend. Und dann versuchen wir natürlich nicht bloß hinzufahren, um das schöne Stadion anzugucken, sondern auch was mitzunehmen.